als Coach zum Millionär. Wie du ein Online-Coaching-Business aufbaust, das dich und deine Familie in die finanzielle und ortsunabhängige Freiheit bringt. Everybody's Darling interessiert keinen, geht jedem am Arsch vorbei. Ja, heute in der Folge geht es darum, dass ja viele, wenn es darum geht, Online-Marketing für sich zu machen, es jedem recht machen wollen. Ja, wir wollen nett sein, wir wollen keine Bewertungen empfangen, wir wollen als nicht schlecht irgendwie abgestempelt werden. Wir möchten auch für jeden was anbieten. Ne? Wir möchten keine Kunden verlieren, ja? Für jeden, ja. Und alle sollen uns mögen, ja. Und ja. Das ist leider der Ticket in die Pleite-Hölle. Und darum werden wir heute in dieser Folge sprechen. Wir sind Katharina und Chris. Und wenn du als Coach Kunden haben willst, dann abonniere diesen Kanal. Ja, dieses Thema als Coach will ich direkt die Welt retten, aber ich möchte damit mich nicht nass machen und bloß nicht polarisieren, bloß nicht auffallen, bloß nicht jetzt irgendjemand verstören. Ja, das ist so ein Thema bei uns. Ja. Coaches. Ja, und das ist etwas, du darfst eins nicht vergessen, im Online-Marketing wirst du dann gesehen, wenn du für jemanden wirklich eintrittst, wenn du für ein Thema eintrittst, wenn dir etwas wichtig ist. All unsere aller erfolgreichsten Kunden treten für ein Thema, ja, also stehen für ein Thema, ja, die sind für ein Thema, die sind für etwas bekannt. Und wenn du für ein Thema stark bist, ja, und dich stark machst, wenn du eine Meinung hast und die stark da draußen vertrittst, dann hast du auf der anderen Seite auch immer welche, die nicht deiner Meinung sind, ja, und die das dann nicht gut finden, ja. Und du hast aber auf der richtigen Seite hast du Leute, die sagen, endlich sagt's mal einer, genauso sehe ich es auch. Und das sind natürlich Leute, die viel schneller sich dafür entscheiden können, dein Kunde zu werden. Gerade wenn du noch ein PPO dann dabei hast, ja, dann können die Leute eigentlich nicht mehr raus, ja. Was ist der Preis dafür? Also die können nicht mehr raus, meine ich, die müssen dann bei dir kaufen. Die wollen das dann auch, ja. Der Preis dafür ist, dass auf der anderen Seite Menschen stehen, die das total blöd finden, was du machst, die auch eine Meinung dazu haben und die auch ganz wichtig tun müssen. Das sind eigentlich die, die man da so sieht. Ne? Das sind die, die morgens aufstehen und die so, ja, aus einer passiven Perspektive, aus einer Konsumentenperspektive, ja, weil wir sind wirklich in Social Media im Showgeschäft, ja, die gucken sich das an, die lesen deinen Post und die sind genau anderer Meinung und dann sagen die das natürlich auch, ne, und du kriegst Kommentare, die negativ sind, ganz klar, ja, und das ist der Preis. Aber ja, und damit haben viele ein Problem. Und ich kann dir jetzt schon sagen, hör auf, damit ein Problem zu haben. Entscheide dich dagegen. Wenn es dich nervt, lösch es raus. Ja? Manche lassen es auch drin, diskutiere mit denen, erziele noch mehr Reichweite, ja? Und sammle vor allen Dingen auch die Leute ein, die deiner Meinung sind, dadurch, dass du diejenigen, die gegen dich sprechen, dass du die sichtbar machst. Ja? Du bekommst immer Unterstützung auf der anderen Seite dann. Mhm. Also du musst für etwas stehen. Wenn du für keinen stehst, wenn du nirgendwo anecken willst da draußen im Showgeschäft, dann bist du einfach nur stinklangweilig. Und dann wirst du nicht gesehen, dann gehst du unter. Und jeder, der das jetzt fühlt, ich gehe immer live, keiner sieht mich, ich poste was, keiner macht das. Du bist zu 99% zu langweilig. Du bist zu 99% nicht da, dass du für irgendetwas stehst. Du bist zu 99% keiner, der polarisiert. So einfach ist es. Ja, und es ist, also für uns war es ja auch, also für mich war es ein Weg, dahin zu gehen, wirklich diese Position zu beziehen und wirklich mal, ich würde jetzt nicht sagen, eine dickere Haut mir aneignen zu lassen, das möchte ich eigentlich gar nicht, aber wirklich klar zu kommen mit diesen negativen Kommentaren. Also gerade wenn wir Werbung zu machen, ja, ne? wenn wir Werbung laufen lassen, ich meine, du kriegst alles zu hören, ja. Aber dadurch meine Position zu verraten, da bin ich nicht bereit. Ja. Und wenn jemand zum Beispiel an Fortune Family denkt oder Chris Katharina denkt, ja, wir stehen für Coaches,
Millionen-Business, alles ist möglich. Und die ersten Kunden innerhalb kürzester Zeit. Ja? Wir haben diese Position bezogen und wir haben uns diese Position auch erarbeitet. Und klar, dass da täglich irgendjemand aufsteht und sagt, denen zeige ich, ihr dürft es nicht und ihr seid die größten Betrüger. Ja. Aber da darf man wirklich gucken, also diese Position, die wir bezogen haben, die ist für uns so heilig, das schafft kein einziger Depp da draußen, uns da wegzubringen, dass wir unsere Stimme verstellen oder unsere Ergebnisse leise kleiner machen, ja, damit da kein anderer angetriggert wird. Nein. Mhm. Und je mehr solche Kommentare und Bewertungen, die wir bekommen, desto mehr ist es für uns ein Zeichen, wir sind noch nicht laut genug, man hört uns noch nicht deutlich genug, wofür wir stehen und was alles möglich ist. Und ich möchte, ja, ich wünsche mir für dich, dass du das bei dir auch drehst, ja. Mhm. Und dass du diese Ängste abbaust, dass du von irgendjemandem, der gar nichts mit dir zu tun hat, dass du da irgendwas Blödes bekommst, dass du das einfach durchlassen kannst. Du musst es nicht mal ablocken, sondern du darfst es einfach nur durchlassen und für dich als Zeichen werten, hey, ich war noch nicht klar genug, welche Position ich hier beziehe und wofür ich eigentlich stehe und wofür ich hier das Ganze mache. Und eins ist ja auch klar, wenn du etwas postest und du hast Leute da drauf, die das dann nicht gut finden und die das auch kundtun müssen, ne, dann ist es trotzdem noch so, dass sie dir folgen. Das sind deine Follower. Du folgst denen gar nicht, ja, sondern sie geben auf deine Energie, auf deinen Post, auf deine Wahrheit geben sie Energie drauf. Und uns, also für mich persönlich war damals, wir hatten das von Anfang an, wir sind dann von Anfang an mit einem PPO rausgegangen, mit einem sehr scharfen Promise. Wir stehen seit Anfang an, seit 6 Jahren dafür, dass du mit den einfachsten Mitteln als Coach in kürzester Zeit 5-stellig wirst, also zwischen 10.000 und 99.000 Euro verdienst, ja, und darüber hinaus, mittlerweile stehen wir auch dafür, wie du als Coach, wir haben an die über 20 Millionäre jetzt im Programm, die alle Millionen-Business mittlerweile haben, die meisten haben wir wirklich von diesem, die hatten keine Kunden zum ersten Kunden erstmal gebracht, ja, also das ist das, wofür wir stehen, und dann hast du teilweise Leute, die das einfach total antriggert, weil wir über Geld reden, ja, weil wir über Kundenerfolg reden, weil wir messbar werden und sagen, wir bringen dich dahin, wie könnten ihr das überhaupt behaupten? Und das ganze Programm. Und das ist alles Rückenwind. Wir haben das seit 2016 gemacht, noch nicht mit den Millionen, das machen wir jetzt erst, ne? Seitdem wir es auch so wirklich nachweisbar einfach liefern können. Aber damals haben wir schon gesagt, wir bringen dich zu den ersten Kunden, wir bringen dich in die 5-Stelligkeit innerhalb 8 Wochen. Spätestens bist du 5-stellig. Ja? Und da haben wir schon damals viele Hater auf unsere Werbeposts gehabt. Und wir haben damals einen Trainer, der war damals größer, mittlerweile haben wir den auch überholt, ne? Und haben uns mit denen getroffen in Frankfurt im Hotel. Der hat da gerade ein Event gehabt, hat er uns eingeladen zum Essen. Und wir haben uns total gefreut und wir waren ein bisschen beschämt, so kann man sagen. Mhm. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, sag mal, geht dir das eigentlich auch so, dass du da Leute hast, die manchmal so... Und er so, hey, Chris, ein Hater bringt 10 neue Kunden. So einfach ist das. Und merke, und dieser Spruch stimmt. Wenn du Leute hast, Schmierfinke, Trolle, die dir unter die Kommentare hauen, sagt dir immer, jedes Schmierfink bringt mir 10 neue Kunden. Und das ist wirklich wahr. Ja, ne? Und es ist auch allgemeingültige Wahrheit, gehatet wird von unten nach oben. Das heißt, wenn da jemand irgendwie in den Hate verfällt, wenn irgendjemand ja dich bewertet, deine Wahrheit bewertet oder dich leiser stellen will, dann weißt du immer, auf wen höre ich hier eigentlich? Auf wen will ich hören? Ich will eigentlich immer nur auf die Leute hören, die weiter sind als wir. Ja, und Leute, die weiter sind als du, werden niemals unter einem Kommentar von dir was schreiben. Nein. Das wird, auch selbst wenn sie eine andere Einsicht, aber warum sollten die das überhaupt machen? Ja. Also, trau dich dazu. Wenn du dich das nicht traust, wir verstehen das alles. Hey, komm doch zu uns ins Programm. Wir sind dabei. Du bist da nicht allein. Du musst nicht alleine durch. Du kannst dich begleiten lassen von Leuten, die das täglich tun. Buch dir ein Gespräch und wir reden miteinander und dann startest du schon nächste Woche durch. Du wirst auf jeden Hater scheißen, auf gut Deutsch gesagt, und wirst endlich Kunden bekommen. Ja? Start jetzt durch, buch dir das Gespräch. Wir freuen uns auf dich.
So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, und bewerte uns mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Denn sharing is caring. Ja, wir freuen uns riesig, dich auch wieder in unserer nächsten Folge zu begrüßen. Wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne.